Wenn ich mir gerade die Entwicklung anschaue bei ESG, dann stelle ich fest, dass es sehr viel Diskussion gibt zu E und zu S und zu G. Ich persönlich habe im Fokus das E, weil ich glaube, dass Ökobilanzen ein hervorragendes Tool sind, um genau das zu tun, was wir wollen, nämlich Transparenz schaffen. Wir wollen Gebäude, die tatsächlich nachweislich das tun, was im Fokus steht, nämlich Nachhaltigkeit sichern, in dem Fall eben CO2-Bilanzen zu erstellen. Und da fangen wir an, ganz vorne eben bei den Materialien. Drum ist auch der Gebäudematerialpass so wichtig, weil am Ende steht das Gebäude 50 Jahre und dann müssen wir eigentlich bei einer Klima-Null sein. Und dann kann es nicht sein, dass wir nicht wissen, was machen wir mit dem Material? Was ist denn da drin? Ja, wir müssen dann eigentlich im Kreislauf schon bauen. Deswegen müssen wir eigentlich jetzt loslegen und so planen, wie wir es 2050 brauchen. Und Ökobilanz ist ein hervorragendes Tool, gibt es schon lange. Ist eigentlich die Methode auch ausgereift. Wir kombinieren es jetzt clever mit Digitalisierung. Da gibt es schöne Entwicklungen und wir als LIS-Gruppe, wir versuchen da eben über das Netzwerken die verschiedenen Akteure zusammenzubringen und unsere Expertise, Digitalisierung, aber auch das Bauen, eben hier dem Markt dann zur Verfügung zu stellen. So, und meine persönliche Meinung ist, ich bin jetzt schon 6,5 Jahre bei der DGB gewesen, bin jetzt bei der LIS-Gruppe, bin seit 25 Jahren ungefähr in diesem Metier Nachhaltigkeit und ich habe das Gefühl, alle tanzen noch so ein bisschen drumherum um den heißen Brei sozusagen, aber die Zeit dafür ist vorbei, weil am Ende, wenn ich mir das CO2-Restbudget anschaue, das wir haben, das sagt das IPCC, dann müssen wir jetzt loslegen und the elephant in the room ist die Immobilienwirtschaft und ich freue mich drauf, wenn wir hier morgen mal an ein paar Lösungen gucken und die dann auch in der Praxis umsetzen.